Ja, moin Leute, schön euch hier wiederzusehen. Ein günstiges 70 bis 200 mm Objektiv von Canon, gibt's denn das? Und mit günstig meine ich jetzt nicht 400 oder 500 oder 600 Euro, nein, ich meine unter 100 Euro. Und ja, das gibt es, und zwar in Form von diesem kleinen Schmuckstück hier. Und wenn euch jetzt interessiert, was das genau ist, was es kostet und was es kann, dann bleibt einfach dran, denn ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. An. Gut. So, dieses Objektiv. Was hat es damit auf sich? Und zwar vorweg möchte ich erstmal ein bisschen kurz zurückgreifen. Mein Problem war aktuell immer, dass mir so die Länge 70 bis 200 fehlt. Also normalerweise, wenn ich unterwegs bin, auch in den Dolomiten jetzt, habe ich das 16 bis 35 drauf. Damit mache ich eigentlich fast alle Landschaftsfotos, also das F4, nicht das 2,8. Und ansonsten habe ich auch viel das 24-70 drauf, wenn ich ein bisschen weiter brauche. Und als ich jetzt in den Dolomiten tatsächlich unterwegs war und einfach die Berge gewandert bin, hatte ich auch das 24-70 immer standardmäßig drauf, habe die Verschlusszeit auf ein Hundertstel eingestellt, nee, 200stel glaube ich, und den Rest auf Auto und bin aber durch die Gegend gegangen. Wenn ich ein schönes Foto gesehen habe, so ein Spot quasi beim Gehen, dann habe ich das immer fix fotografiert, natürlich alles in RAW, damit ich es nachbearbeiten kann. Und davon sind tatsächlich auch viele Fotos bei Instagram gelandet, die auch sehr gut ankamen. Das sind wirklich viele Schnappschüsse gewesen und dafür war dieses Objektiv halt auch richtig gut geeignet. Das Problem ist allerdings, dass ich häufig nicht so dicht dran kam an das Motiv, wie ich gerne drankommen würde. Ich habe halt kein 24-105, sondern nur ein 24-70. Ich hatte aber letztens von Canon ein 70-200 F4 IS, das ältere, ausgeliehen für einen Monat. Das war auch echt nett, dass sie mir das ausgeliehen haben. Und war damit unterwegs und hat damit ein paar richtig geile Fotos gemacht. Ich blende mich mal so nebenbei so ein paar ein, dann könnt ihr das hier sehen. Und muss sagen, habe echt so gemerkt, dass mir genau diese Brennweite irgendwie fehlt. Ich habe noch diesen Brummer hier, das 150-600. Das habe ich auch häufig dabei, das ist aber schweineschwer. Und wenn ich das mitnehme, muss ich entweder eine extra Tasche nehmen oder ich muss ein paar von den anderen Objektiven zurücklassen, weil sonst halt nicht alles in die Tasche passt, weil die Drohne ja auch noch mit drin ist, neben dem und noch Filtern und so weiter. Das Problem ist halt, es fängt erst bei 150 an. Und häufig, auch als ich zum Beispiel in Dänemark unterwegs war, in den Dünen, und ich wollte so ein bisschen das Meer, die Dünen davor, habe ich das auch ein paar Mal drauf gehabt und habe immer das Problem gehabt, dass mir 150 schon viel zu weit rangezoomt ist. Und als ich jetzt das 70 bis 200 davon kennen hatte, habe ich auch festgestellt, dass ich die meisten Fotos damit so im Bereich zwischen 100 und 150 mache. Also so 115, 120, 130, das sind echt so die Brennweiten, die ich wirklich am meisten irgendwie nutze. Jetzt nicht absichtlich, sondern ich sehe ein Motiv so in der Entfernung und möchte dahin und irgendwie bleibt es immer so in diesem Bereich zwischen, ich sag mal, 100, 150, wo ich dann meistens irgendwie lande, wo mir das halt optisch gut vorkommt. Ist ja mal Geschmackssache, aber so geht das halt mir. Und das ist halt der Bereich, der mir irgendwie fehlt. Und dann hatte ich das 70 bis 200, habe ich ja gesagt, IS, das alte und das F4, also nicht das 2,8. Und es ist halt tierisch geil. Das ist ein richtig geiles Objektiv. Ich verlinke es auch mal unten drunter. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Also nicht das neue, das alte. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist, 15 Jahre oder so. Und also es ist immer noch richtig gut. Es macht tierisch geile Fotos, tierisch scharfe Fotos. Und es ist aber so, dass ich als Videograf, der ich nun mal beruflich bin, mein Geld irgendwie immer in Videoequipment stecke. Also neue Lampen, neue Kamera, neue Objektive zum Filmen und Mikrofone und so weiter und so fort. Und was die Fotografie betrifft, da bin ich erstmal so ein bisschen ausgestattet. Irgendwann gibt es eine neue Kamera, aber das war es so erstmal, weil ich ständig durch die Kundenaufträge, die ich habe, mal wieder was Neues brauche und dann fließt das Geld halt irgendwie da rein. Aber ich brauchte halt ein 70 bis 200. Und dann habe ich genau dieses hier gefunden. Und es ist ein Objektiv, das ist schon 20, 25 oder sogar 30 Jahre alt, also sehr alt. Und es sind keine 70 bis 200, wie gesagt, es sind 80 bis 200. Das macht es aber den Kohl nicht unbedingt fett, weil 80 brauche ich auch selten. Wie gesagt, ich fange so ab 100 im Schnitt an, was ich brauche. Das hat jetzt auch keine durchgehende Blende von F4. Das hat jetzt 4,5 bis 5,6, also bei 80 mm 4,5, bei 200 5,6. Und bildstabilisiert ist es auch nicht, aber es hat Autofokus. Und wenn man das jetzt hier so rausmacht, dann seht ihr auch, der Tubus geht raus und es hat auch manuellen Fokus und den dreht ihr dann hier drüber, den manuellen Fokus. Es ist ein bisschen umständlich, wenn man es nicht gewohnt ist, aber man kann damit umgehen. Und ich muss persönlich sagen, ich komme damit gut klar. Und ich hatte damit, wie gesagt, das Foto gemacht. Ich blende es immer ein, was halt so richtig gut ankam. Und das habe ich jetzt auch nicht irgendwie besonders spannend gemacht. Ich war tatsächlich einfach nur spazieren gehen mit meiner Frau und wollte das Objektiv einfach mal austesten. Das heißt, ich habe die Kamera mitgenommen, diese, hatte nur dieses andere Objektiv dran
Und ihr habt dann so ein bisschen nach Motiven gesucht, die man so ein bisschen im Herbst machen kann. Und da gibt es bei uns in der Nähe diese schönen Schienen. Da bin ich halt hingelaufen, habe die so gesehen und dachte, okay, machst du irgendwie Schienen. Wollte ich jetzt so fotografieren und dachte so, irgendwie ist langweilig. Und dann habe ich mal was anderes versucht, habe die Kamera wirklich bis ganz zum Boden runter. Den Bildschirm kann ich ja umklappen, mir schön hochgestellt, mich dann so hingehockt. Und habe dann, ich glaube, was waren das, 150, 200? Ich kann euch das mal hier einblenden, ich weiß es jetzt nicht. Damals halt fotografiert und weil es halt so tief war und die Blätter dann so dicht waren, hatte ich halt diese extreme Unschärfe. Selbst wenn das Objektiv jetzt nur mit 5-6 fotografiert hat, eine Blende. Ich habe damit auch noch ein paar andere Fotos gemacht, die habe ich auch schon gepostet. Blende ich auch mal hier jetzt nebenbei ein. Und es macht echt gute Fotos, muss ich sagen. Und ich habe das bei eBay Gebrauch gekauft für 35 Euro. Also gebt einfach mal ein Canon EF 80-200 4.5-5.6 Version 2. Ich schreibe das mal hier unten hin, ist vielleicht sinnvoller. Und ihr werdet ihr finden, dass ihr das halt Gebrauch kriegt für ganz, ganz wenig Geld, weil das uralt ist so. Und wie gesagt, zum Arbeiten, es ist jetzt nicht so wirklich perfekt. Aber ich bin halt in der Landschaftsfotografie unterwegs und nicht in der Porträtfotografie. Das heißt, 2.8 brauche ich nicht, 4 ist schon angenehm, 5.6 finde ich schon nicht mehr ganz so gut, wenn es eine Dämmerung dann nicht mehr ganz so scharf ist. Auch dieses Bild war nicht so ganz perfekt vom Rauschen und sowas. Aber es geht eigentlich. Ich fokussiere meist manuell, aber auch Autofokus funktioniert hiermit. Und es geht und es reicht für Landschaftsfotografie gerade am Tage irgendwie aus. Und es ist halt so, ich brauche das wirklich selten. Also ich habe das immer dabei, es ist auch klein. Also ich muss sagen, das 70-200 F4 IS, das alte von Canon, ist jetzt vielleicht dreimal so groß oder so. Das ist jetzt auch nicht so der Oschi, ne? Aber es ist trotzdem schon größer. Und ich brauche das vielleicht, wenn ich unterwegs bin, bei jedem vierten, fünften Trip vielleicht für 2 Fotos oder so. Und dafür reicht das halt vollkommen aus. Dafür ist es günstig, ich habe es dabei und es reicht. Ich muss aber jetzt dazu sagen, Fotos damit ausdrucken würde ich jetzt nicht unbedingt, weil das Objektiv nicht das schärfste ist. Also es ist jetzt nicht total unscharf oder so. Ich habe hier das Objektiv habe ich auch justiert. Ich verlinke hier mal zu einem Video, was ich mal gemacht habe, über Objektive justieren. Das habe ich mit allen Objektiven gemacht. Und nochmal zur Info, ich empfehle es auch mit allen Objektiven. Die einzigen, die ich nicht musste, waren die L-Objektive von Canon, weil die passen. Und gerade Fremdhersteller-Objektive oder ältere, die müsst ihr echt justieren, sonst sitzt der Autofokus halt nicht. Aber ich mache eh meist manuell, aber für die paar Male Autofokus wäre es ja gut, wenn du irgendwie sitzt. So, zurück zum Objektiv. Die Bilder jedenfalls, die da rauskommen, sind schon scharf, aber nicht so richtig crispy scharf. Also wenn ihr mal dieses hier benutzt habt, das 16-35 F4 von Canon, das ist ja das Landschaftsfotografie-Objektiv von Canon schlechthin, was irgendwie jeder gestandene Landschaftsfotograf, der Canon nutzt, halt benutzt. Und ich kann es verstehen. Es ist wirklich scharf. Also nicht nur ein bisschen scharf, es ist auffällig scharf. Also so richtig auffällig scharf. Genauso wie das Objektiv, was mich jetzt filmt, das ist das 18-35 von Sigma. Das ist halt auch auffällig scharf. Und man hat viele Objektive und es gibt immer so ein paar, die extrem dolle scharf sind. Und so ist es halt mit diesem hier auch. Und dagegen ist natürlich dieses hier ja nicht wirklich scharf. Das ist so ungefähr so scharf wie das 50-1.8. Das ist ja auch nicht so extrem scharf, wahrscheinlich noch ein bisschen unschärfer. Oder wie dieses 85-1.8. Das ist auch gut, das ist auch scharf, aber auch nicht extrem scharf. Aber das sind beides hier Objektive, das kostet neu 350, glaube ich, das kostet neu 100, 120. Also darf man jetzt auch nicht so viel erwarten. Die sind dann auch gebaut, dass die Kameras noch nicht so viel Auflösung hatten. Deshalb ist dieses hier, wenn ihr jetzt unbedingt auf groß drucken wollt, würde ich es vielleicht nicht unbedingt nehmen, dann würde ich doch eher zu einem 70-200er von Canon raten, weil die doch schon schärfer sind, aber für die Instagram-Fotografie oder für Urlaubsschnappschüsse oder Reisefotografie vollkommen ausreichend. Und wie gesagt, 35 Euro, was will man denn mehr? Und das ist auch noch so klein und Gewicht ist ja eh immer so eine Sache, wenn ihr jetzt noch hier den Griff hier abschraubt, dann habt ihr nachher eine kleine Kamera, wisst ihr, mit so einem kleinen Objektiv dran. Das ist ja nicht wirklich schwer. Das kann man in die Hosentasche, naja, nicht ganz, aber so vielleicht eine Seitentasche oder sowas. Und das geht. Ist halt praktisch. Ja. Mehr habe ich zu diesem Objektiv eigentlich gar nicht zu sagen. Also ich verlinke euch mal die Objektive gerne alle unten drunter. Beziehungsweise ich habe ja den Amazon-Shop, da könnt ihr auch drauf gehen. Da sind alle Objektive und generell alle Technik, also die ich hier für Studio nutze, die ich fürs Film nutze, für die Fotografie nutze, habe ich verschiedene Bereiche. Könnt ihr euch mal gerne angucken, da habe ich eigentlich alles reingepackt, was ich habe. Also, Zusammenfassung, wenn ihr so eins braucht und euch ein 70-200er fehlt, geht auf eBay, gibt Canon EF 80-200 4.5
bis 5.6 Version 2 an und bestellt es so einfach. Ich meine, es kostet 30, 35 Euro. Ich kann ja nicht viel passieren. Wenn es mal kaputt geht, dann ist es halt kaputt. Das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Es sind halt nur 30, 35 Euro. Es macht euch nicht irgendwie arm. Und ihr habt halt genau diese Brennweite dabei. Die kann ich wirklich einfach nur wärmstens empfehlen, diese dabei zu haben. Ihr an sich hört es auch schon. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen interessiert. Und ihr wollt euch dieses Objektiv jetzt genauso gern kaufen wie ich, denn ich war gleich so, dachte, ja, ich will das haben, weil kostet ja nichts und man kann es ja ausprobieren. Bestellt euch das, wirklich, bestellt euch das und wenn nicht, dann verkauft es halt per eBay wieder für den gleichen Preis. Ja, oder wegschmeißen bitte nicht. Ich glaube, davon gibt es nicht mehr so viele. Verkauft sie bitte, wenn dann. Gut, okay. Kommentiert gerne, was euer Lieblingsobjektiv ist. Wie gesagt, meins, das 150 bis 600. Das nutze ich aber am wenigsten. Am meisten wirklich 16 bis 35 und 24 bis 70. Und von den beiden ungefähr gleich. Hängt davon ab, was ich mache. Wenn ich jetzt richtig rausgehe zum Fotografieren, zum Landschaftsfotografieren, meistens nur dieses. Wenn ich aber mehr so Reisefotografien mache, dann halt mehr dieses. Ist halt. Ne? Also wie gesagt, gerne mal eure Meinung. Ich möchte gerne wissen, womit ihr so fotografiert, was euer Lieblingsobjektiv ist. Liken, abonnieren, ihr kennt das Übliche. Gerne die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich habe ein paar schöne Videodrehs nächste Woche. Das heißt, mal gucken, wann ich irgendwie ein YouTube-Video schaffe. Irgendwie zwischendurch. Und jetzt gleich kommt die Verwandtschaft. Also, Video aus. Na denn, rein gehauen.